kommt auch aus der Generation, wo man in Gudrun Ensslin verliebt sein konnte. Das ist ein Liebeslied an die Frauen der Ära. Kommt nicht gut, hä? Ja! Aber es ist so. Außerdem, die Melodie stammt von einem bekannten Nazi-Lied. Das heißt, ich habe eine situationistische Entwendung vorgenommen, weil, wie vorher gesagt, auch die unsympathischen Schreiber der Welt haben gute Melodie. Man muss sie nur umpolen. Sure.